Erstens unseren Schüler. Stell dich du mal vor. Du bist der? Tobias. Tag. Hallo? Ich bin der Wolfgang. Hi. Hallo? Ich bin der Jens. Der Jens? Sebastian. Hi. Sebastian. Und du bist der? Und ich bin der Henry. Der Henry. Oh. Gut, erstmal die Namen geklärt für euch zu Hause. Wisst ihr, du wer sie Frank. Sind? Frank. Ich bin Frank, genau. Frank Klemmermann oder Frank, je nachdem. Woher kommt ihr denn? Leipzig. Als Leipzig. Was habt ihr in der Zeit gemacht, in der Zwischenzeit? Tobias hat ein Musical geschrieben, mit Wolke Kunst. Zusammen. Mhm. Große Ach. Kunst gemacht. Mhm. Ich habe mit Ali, unserem Trommler, eine Solo-Platte gemacht. Ach so. Und wir haben jetzt eine neue Platte gemacht und die ist ziemlich bedeutend. Die ist noch größere Kunst. Das ist noch größere Kunst. Finde ich. Ja, das war alles große Kunst, eine neue Platte gemacht. Mhm. Ha, was kann man noch mehr erwarten? Und was hast du gemacht? Ich habe die Partitur zu Tobias Musical geschrieben. Die Partitur? Weißt du, was eine Partitur ist? Was weißt du das? Was ist die Partitur? Jetzt erklär uns nochmal, was ist eine Partitur? Eine Partitur ist eine umgangssprachliche Nennung der aktuellen Karottensäfte in den Supermärkten. Richtig. Und genau. Das hast du einfach gemacht? Wieso? Wahnsinn. Ja, das erklär mir das mal. Also ich kann das nicht. Den wir schon mal tun wollte. Du bist auch Musiker und kein Karottensaftexperte. Mir war halt danach. Okay, alles klar. Du bist ja auch Pförtner und sitzt ja im Fernsehen, wo man so auch okay. Ja, nee, eigentlich bin ich hier Pförtner. Ich muss immer aufpassen, dass die Leute hier vorbeilaufen. Genau. Grüße ich immer. Ach, da läuft wieder. Könnt ihr mal grüßen? Da läuft wieder einer vorbei. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, gut, alles klar. Ich würde sagen, wir gucken uns gerade einen Clip an und sind gleich wieder da. Habt ihr schon, gibt es da von euch schon ein Video? Ja. Ja. Okay, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns mal das Video an. So viel Spaß, so wenig Geld. Mit dem Prinzen. Gleich wieder da. Nicht wegschalten. Dieser Hund hat uns übrigens inspiriert zu einem Lied auf unserer neuen Platte. Ja, wie hieß denn das? Hasso. Hasso. Ach, Hasso. Sollen wir dir das vorsingen? Wenn du singen wollt, klar. Okay, jetzt pass mal auf. Mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Er macht nicht Kleff, er macht nur Wau. Er isst und trinkt, er wäscht und schminkt sich nur aus Puderdüschen, trägt rosa Spitzenhöschen. Er schmust und leckt und macht so Sachen, die echt nur schwule Hunde machen. Er pinkelt niemals auf die Straße. Ich roch noch nie des Hundes Gase. Ich sah noch nie des Hundes Stuhl. Es tut mir leid, mein Hund ist schwul. Ja, wunderbar. Das klingt wie im Kirchenchor. Ja, schön. Wie im Kirchenchor, aber ich würde sagen, das ist doch ein Applaus. Und hier sind unsere Tänzerinnen für euch. Bitte schön. Ja. Unsere wunderschönen Tänzerinnen. Hier für euch, weil ihr so toll singen könnt, haben wir gedacht, Klasse. Hier ein kleines Geschenk, ein kleines Präsent für euch. Ihr dürft ruhig mitshaken, wenn ihr wollt. Das kann man nicht mehr hier. Und ich würde sagen, wir sind gleich wieder da. Gucken uns wunderschönen Clip an und dann geht's weiter. Hier mit dem Prinzen als Leipzig. Bleibt dran. Gleich. Genau. Ja. So viel Spaß für wenig Geld. Wie kamen Sie auf den Titel? Durch den Titel. Wir haben die Songs alle zusammen auf Sizilien geschrieben. Genau. In Sizilien wart ihr? Ja. Auf heißt das, obwohl es keine Frau ist. Mhm. Also innerhalb von 2,5 Wochen haben wir die Songs alle geschrieben dort. Und das war für uns ein therapeutisches Erlebnis. Das war ziemlich geil. Echt? Ja, und da in Sizilien? Ach, bei den Italienern wart ihr? In Sizilien? Bei den Italienern. Bei den Italienern. Sag dem Sizilianer, dass er ein Italiener ist, Chris Paufs Maul. Echt? Sag's mir einfach mal. Ja, versuch einfach. Sag ihm nach. Test. Dann halt ihn da. Weißt du, was Vaffanculo heißt? Nee, was heißt das? Ich bin kein Italiener. Du musst einfach dahin fahren und sagen, Vaffanculo. Vaffanculo, sag. Probier das. Vaffanculo oder Vaffanculo. Aber Vaffanculo heißt du Affe. Ja? Du Affe, ja? Genau. Tarantula heißt du. Du Affe. Vaffanculo. Ja, und Sizilien, wart ihr da in einer Hütte? Ja. In einem Haus. Ja. Ach, ihr könnt euch schon ein Haus leisten. Natürlich, mit Tapete und also nicht so wie die sizilianischen Leute, die in der Hütte leben, eher wie euch ein Haus an. Gepflegt. Ja, alles klar. Ja. Wie sind die Leute so drauf, die Mafia? Ziemlich, cool? Ziemlich cool. Ja, ziemlich cool. Ja, ja. Sehr spannend. Helfen die auch so bei euch jetzt wieder beim Aufbau so, also mit der neuen Single, dass es ein bisschen schneller geht? Logisch, in Italien auch, ja? Logo. Ja. CD hören oder? Ja, Logo. Also es geht nur mit Androgen, dass man das hört. oder kann man das auch so? Oder man muss die Tante zum Essen einladen und anschließend flachlegen. Aber wo habt ihr denn die her? Das ist unsere Managerin, unsere neue. Ach, die neue? Die heißt Bär. Von der lasst ihr euch gern managen. Ach ja, das war ein interner Witz. Wir schnippen mal ganz kurz. Bär ist nämlich der Manager von den Fantastischen Vier. Nein, das ist auch unser Manager. Ach, der managt euch auch? Ja. Dann war es kein interner Witz, dann entschuldige ich mich. Ja gut, und das ist also Bär, ja? Ja.
Okay, von der würde ich mich auch gerne managen lassen. Und du warst noch mal, warte, ich nicht dich helfen, ich komme drauf. Ich komme. Ja, komm drauf. Achtung. Heiko. Frank. Heiko? Frank. So was Ähnliches war's. Lass dir Zeit, mein Junge. Ja. Überleg dir alles, was du sagen willst. Immer schön mit Ruhe. Und dann kannst du mir sagen, was du willst. Du bist echt extrem zappelig. Ist das ja, ich bin also immer zappelig. Ich bin 22, ich bin hyperaktiv, ich hatte eine Krankheit. Mein Arzt, wann geht die vorbei? Ist da irgendwie Hoffnung, Heilung? Aber ihr seid ziemlich ruhig im Gegensatz zu mir. Ihr seid ziemlich relaxed. Wir sind älter als du. Habt ihr vorher was genommen? Also, so viel was getrunken? Wasser. Okay. Was? Gudrun, kannst du mal aufhören? Thomas, und du kannst mal anständig filmen? Alles klar. Ich würde dich eigentlich gerne mal anpissen lassen von dem Hund. Der kann ihn ja pissen, weil es kein Wasser mehr drin ist. Wasser ist alle. Wasser ist alle, aber ihr könnt ja gerne auffüllen, wenn ihr wollt. Okay. Die Prinzen, ja, du kannst auch mal was sagen. Du sagst heute gar nichts. Hallo. Das ist. Das muss reichen. Das muss reichen. Hallo, ich bin Jens. Jens. Hallo, ich bin Jens. Möchtest du noch was bitte? Also, ich muss eins sagen, ihr seid ja so richtig lustige Prinzen. Ja. Wollt ihr noch mal was singen, vielleicht? Nee. Was Schönes? Okay, in diesem Sinne, das waren die Prinzen. Nee, wir singen noch was. Wir singen noch was für dich. Wenn ihr singen wollt, dann müssen wir doch singen. Ja, wir singen doch noch für dich. Wollt ihr noch was singen? Die Stimmgabel noch. Darf ich auch mal die Stimmgabel? Darf ich einmal? Einmal. Wir singen genau das hier. Das singen wir jetzt. Aber bloß ein Refrain. Alles klar. Habt ihr? So viel Spaß für wenig Geld. Von Tokio bis Bitterfeld. Behandelt dich das Leben räudig. Mach es so wie wir und freu dich. Freudig! Ach, das war schon? Ja, das ist doch die kurze Single. Sollen wir die kaufen, oder was? Die kurze Single der Welt ist die. Ach so, länger geht's nicht. Also das Album ist ein bisschen länger, das kann man sich auch kaufen. Okay, kauft euch das Album von den Prinzen. Und in diesem Sinne seid, das waren die Prinzen. Schön, dass ihr da wart. So viel Spaß für wenig Geld. Ihr habt eine Single. Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und hier, was denn? Wir sollen uns sagen? Tschüss. Okay, alles klar. Gut. Ach ja, bevor ich vergesse, die Jungs müssen ja wieder ab in die Kiste. Ja. So, das waren die Prinzen. Jetzt haben wir wieder Ruhe im Haus.